Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Baustein in der Bausteinkiste der Gesangstechnik für eine gesunde, nachhaltige Stimmbenutzung. Mit Bianca wieder. Total schön. Wir hatten in der letzten Stunde darüber gesprochen, dass es wichtig ist, der Stimme nach unten Raum zu geben. Wir wissen jetzt mittlerweile über die Stütze Bescheid. Wir brauchen den Raum hier. Das sind Muskeln, das ist einfach Muskeltraining. Wir haben hier unten Raum, wir nehmen uns den Raum ein bisschen vom Gehen. Wir wollen ja nicht so sprechen, sondern wir wollen hier ein bisschen in die Öffnung gehen. Und dann gibt es einen Zug nach oben, den wir finden müssen. Weil, was ich auch bereits erzählt habe, die Stimmbänder liegen so in der Kehle drin, im Kehlkopf. Drüber gibt es die Taschenbänder. Wenn wir zu viel Luftdruck benutzen oder wenn wir überhaupt Luftdruck benutzen, dann kommen die bei der Phonation an die Taschenbänder ran, so werden wir heiser, das wollen wir nicht. Und dann gibt es aber noch den Zug nach oben, der uns die Taschenbänder raufzieht, wegzieht von den Stimmbändern. Wenn ihr mit der Zunge an den harten Gaumen geht, im Mund und dann weiter nach hinten tastet. Dann merkt ihr, hinten wird der Gaumen weich. Ja, der ist vorne hart, der ist nicht beweglich und hinten ist er weich. Dieser Gaumen, der hängt bei den meisten ein bisschen tief und verursacht, dass Teil der Resonanz, der Frequenzen, die in der Stimme sind, in Resonanzräume der Nase, in diese nasalen Resonanzräume, flöten geht. Das bedeutet, die Stimme, die geht nicht nur hier durch den Mund, sondern auch durch diese nasalen Räume. In diesen nasalen Räumen muss die an den ganzen Wänden vorbei, bis sie dann irgendwann rauskommt. Viele der Frequenzen gehen uns dann verloren. Und das bedeutet, wenn wir dieses weiche Gaumen nach oben ziehen, dann schließen wir diese nasalen Resonanzräume ab und der ganze Ton geht hier durch den Mund. Wie wir auch schon wissen von vorherigen Stunden, alles ist miteinander verbunden. Wenn ich mich hier aufrichte, den Nacken dehne, die Augenbrauen ein bisschen hochziehe, hat das alles Einfluss darauf, ob das weiche Gaumen nach oben geht. Ich demonstriere euch mal den Unterschied. Das ist ein weiches Gaumen, das tief hängt. Ganz die Nasalität im Ton ist total klar zu erkennen. Und jetzt kann ich während dem Ton das weiche Gaumen anheben. Lasse die Nase zu. Und der einzige Grund, weshalb das zweite nicht nasal klingt, ist, dass die ganzen Frequenzen gar nicht durch die nasalen Resonanzräume gehen. Und das möchte ich eigentlich die ganze Zeit in der Stimme haben, weil ich diesen Zug nach oben haben möchte, weil ich auch, wenn die Frequenzen konzentrierter sind, besser intoniere. Also es ist relativ einfach, wenn man es versteht. Und hier gilt dasselbe wie bei der Stütze. Manchmal dann muss man das ein bisschen suchen. Zum einen könnt ihr mal in den Spiegel schauen, den Mund aufmachen, dann seht ihr so einen Bogen und da hängt das Zäpfchen und dann könnt ihr gucken, ob es klappt, diesen ganzen Bogen nach oben zu bewegen. Ihr könnt euch auch so helfen, wenn wir uns erschrecken, gehen unsere Augen auf und das machen wir auch. Oder kurz vor dem Niesen machen wir das auch. Und jetzt wäre die Idee, wir gehen in diese Position vorm Niesen oder in diese Wachheit und bleiben darin. Genauso wie in der Einatemposition bei der Stütze bleiben wir hier in einer Streckung, in einer Öffnung. Und das mache ich jetzt auch, Bianca kennt das auch schon ein bisschen. Und wir machen einfach eine kleine Runde Muskeltraining.
Am meisten muss der Muskel arbeiten, wenn er diese Bewegung machen soll. Erlauben, den Ton richtig schön erkältet klingen zu lassen. Weil wenn das weiche Gaumen unten hängt und diese Bewegung machen muss, dann ist das für den Muskel Heavyweight Lifting. Ja? Der muss sich mehr anstrengen, wenn er während dem Ton diese Bewegung machen muss. Wer super nerdig ist, kann sich eine Nasenklebe auf die Nase setzen und so einen Text lesen. Bei den Konsonanten kann ich die nicht offen klingen lassen, natürlich, weil da geht auch etwas durch die Nase. Aber die Vokale, das wäre Übung 2.